Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Urlaub auf dem Bauernhof hier auf der Walch. Boah, hört euch mal den Sound an, ey. Boah, wie der blubbert. Ist ja schon fein. Ja, Sportauspuff dran, ne? Oh Gott. Ich habe Angst, dass ich ihn kaputt war, ey. Ich war dann bestimmt zu Schrott. Ja, lass mal fetzen hier. Hä? Warum geht der nicht schneller? Ah, der hat einen Tempomaten eingestellt, ey. Komm. Was soll denn das? Ja, der ist doch offen. Alter, 260 wäre das Ding. Heftig. Ja, gib ihm. So langsam ist er, glaube ich, mal warm gefahren hier. Ja, er zickt eigentlich gar nicht mal so viel rum. Hoppala. Ey, der Bimbam, ey. Der zieht hier einen Berg hoch. Ui, ui, ui. Hey, der Bimbam. Geile Kiste. Schickes Teil, auf jeden Fall. Ob ich mir den auch mal leisten kann. Das wird man irgendwann mal sehen. So, jetzt habe ich den aber hingebracht und jetzt stehe ich hier selber rum. Lol. Toll. Hallo? Hallo, Herr Vanburgen. Ich habe Ihnen den Porsche oben hingestellt. Jo. Jo, wie komme ich denn jetzt wieder zu meinem Traktor? Haben Sie noch mehr Zeit? Ein bisschen hätte ich noch. Wobei, ich müsste eigentlich mal Gras mähen. Jo. Was gibt's denn noch? Was wollen Sie denn? Was brauchen Sie denn noch? Hier steht noch ein Drescher und ein Radlader. Die schönsten Sachen, ne? Ja, komm. Sie sind ja nicht mehr so ganz gut zu Fuß. Das ist der Neueste. Ja, also im Alter geht das ja alles ein bisschen langsamer. Ich hole Ihnen noch den Drescher ab. Ja, danke. Ja, bitte, bitte. Bis später dann. Gib mir noch was. Ha? Pferdchen. Was? Gib mir noch was für die Pferdchen. Oh, das ist schön. Was denn? Ja, oder für Sie oder für die Trecker. Ich habe nur einen Trecker. Ja, vielleicht wird das ja ein zweiter irgendwann. Oh. Nachdem. Ja, je nachdem. Eigentlich wollte ich ja den Reiterhof aufmachen, aber irgendwie. Ich glaube, das wird nichts. Muss ich mal gucken, wie sich das entwickelt. Na, weil jetzt ja alles nicht funktioniert. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute in Walchen haben was gegen mich.
Achtung, passen Sie auf, ich laufe hier am Straßenrand. So, ja. Jo. Okay, aber wir hören voneinander. Okay. Beim Drescher stecken die Schlüssel auch, oder? Ja. Das glaube ich sogar offen. Gut, ich guck mal nach. Danke. Jo. Tschö. Danke, tschö. Alter. Das hin und her laufen, das ist. Alter, da brauche ich keinen Sport mehr machen heute Nachmittag. Habe ich genug Bewegung für die nächste Woche gehabt. Aber nicht vergessen, liebe Leute, wenn ihr irgendwelche Trigger kennt, irgendwas wisst hier über die Map, schreibt mir das einfach in die Kommentare. Ich brauche Infos. Ich weiß nicht, wie die Trigger funktionieren. Ich habe den Zwergehof gekauft, damit ich die Pferde ins Pferdemenü komme. Das funktioniert inzwischen. Aber... Oh, das ist sogar ein Glas. Aber ich weiß nicht, wie ich... Was ist denn das? Ist das eine Ballengabel? Das hier. Ich weiß nicht, wie ich ins... wie das mit den Tieren läuft. So, ab geht's. So, jetzt fahren wir dem alten Mann noch hier kurz mal den Drescher hoch. Oh ja, oha. Mit 25 km/h sind wir natürlich jetzt ein bisschen langsamer unterwegs wie mit dem Porsche. Aber wir werden auch damit ankommen. Und ein bisschen Geld schadet uns ja im Moment nicht wirklich. Da-da-da. Ganz im Gegenteil. Ein bisschen Geld kommt mir da gerade recht. Also wenn das alles nicht klappen sollte, dass ich die Pferdchen versorgt kriege, wenn die mir wegsterben. Tja, habe ich zum einen ein Problem, dass mir der... Wahrscheinlich der Tierarzt, der örtliche Tierarzt im Nacken sitzt. Und zum anderen sollte ich mir dann wohl ein anderes Standbein suchen. Also dann komme ich ja nicht so wirklich klar mit den Tieren. Sollte ich mir was anderes überlegen, was ich machen kann. Weil, bevor ich hier dann dauernd Probleme krieg mit irgendwelchen Behörden, weil ich die Tiere nicht richtig versorge, möchte ich das Risiko eigentlich nicht eingehen. Ups, das war die Mauer offen. Ach Mensch. Was ist denn hier jetzt los? Aussteigen hier. Ist das verkeilt? Gucken. Hm?
Lol. Was ist denn hier passiert? Hoffentlich kriege ich den jetzt überhaupt noch dran gekuppelt. Hoffentlich ist der auch gleich wieder oben, dass der mich hier wieder runterfahren kann zu meinem Traktor, ey. Ich habe nämlich auch noch was anderes vor, außer hier jetzt den ganzen Tag. Naja, ihr wisst schon. Dem seine alten Karren hier durch die Gegend zu fahren. Ich stelle ihm den mal da hinten hin. Ich fahre hier gerade einmal durch. Oi, oi, oi. Rennt der hier irgendwo rum? Oh. Ah. Hallo. Hab's auch geschafft. Oh. Ja, ups. Kommen Sie mal mit. Ja, eins am anderen. Mit dem Drescher, bitte. Ha. Wohin? Rüber. Wie rüber? Ja. Jetzt wollte ich den da schon schön einparken, aber nee, gefällt ihm nicht. Dann ja. Hier drunter. Wie drunter? Ja, hier rein. Ja. Drüben durchfahren. Wie drüben durchfahren? Ja, bis drüben, bis vorne hin. Ich hänge irgendwo, glaube ich. Irgendwas geht nicht. Ah, jetzt. Und, wie gefällt er dir? Ja, außer dass man nichts sieht, alles okay. Jemand sieht nichts. Ja, die Spiegel, die sind scheiße eingestellt. Ein bisschen spiegelig, ne? Ups. Oh. Hängt der Anhänger wieder krumm? Ja. Ein Anhänger. Ist der immer so laut? Was? Ey, da kommt man nicht rum. Zurückfahren. Ich sehe halt nichts. Ich hab machen. Jetzt häng ich wieder hier. Was ist das für ein Scheiß? Warten Sie mal. Ja, einschlagen, einschlagen, einschlagen. Ah, Sie können das auch so gut wie ich. Ja, passt. Ich weiß zwar nicht, weshalb der einen Drescher im Kuhstall haben will, aber nein. Jetzt steht er unter Dach. So.
Bin immer was. Jo, eigentlich müsst ihr wieder zu meinem Traktor. Ja, kannst ein paar Scheinchen. Oh, so viel? Ja. Ja, mei. Komm mit dir. Hä, was? Komm mit dir, ich muss einen Radlader holen. Ich soll jetzt schon wieder da runterlaufen? Ja, ich auch. Warte mal. Ich dachte, ich kann wenigstens mitfahren irgendwie oder so. Nee. Ja, macht der Sport ein bisschen mehr Spaß. Ja. Warten Sie mal. Ja. Lassen Sie uns zu meinem Hof laufen, kommen Sie. Dürüm, dürüm, dürüm. Ein Taxi. Wie Taxi? Gibt's eins? Ja, aber mein Auto steht da. Dann fahren wir mit meinem Auto zu Ihrem Hof. Steht aber Ihr Auto unten. Ja, und dann fahren Sie mich später von Ihrem Hof mit Ihrem Auto zu meinem Auto. Überhaupt einsteigen? Wieso sollen Sie da nicht einsteigen können? Gucken Sie mal, was für ein Teil ich hier habe. Geht nicht. Mist. Lauf ich. Jo, laufen Sie mal. Aber. Ja? 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 Ich gehe erstmal Kaffee und Kuchen trinken oder so. Aber ich jetzt gleich auch. Gut. Tschö. So, liebe Leute, das war's nämlich von der heutigen Folge Urlaub auf dem Bauernhof. Probleme über Probleme und kutschieren und kutschieren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, 8.500 Euro für die zwei Fahrzeuge zum Transportieren kann sich sehen lassen. Ich laufe jetzt natürlich auch wieder zu seinem Hof. Und schaut gerne am Mittwoch wieder rein bei der nächsten Folge Urlaub auf dem Bauernhof. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.